Weil die drei stinken hier wieder ein bisschen. Sanja. Upsala. Nun, ich vermute, mehr konntet ihr nicht erreichen. Aber egal. Hauptsache ist, die Späße haben ein Ende. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bei den Experimenten des Broxkels auch für uns etwas Gutes heraus. Jedenfalls vielen Dank dafür, dass ihr euch der Sache angenommen habt. Eines wäre da noch. Ja? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr dieses, Missgeschick mit meiner Kleidung für euch behalten würdet. Aber sicher doch, ich werde schweigen wie ein Grab. Hab Dank. Sprecht noch mit Vorwisch. Ich bin mir sicher, dass ihr euch würdig entlohnt wird. Und jetzt lebt wohl. Die Arbeit ruft. Okay. Ja, du kannst übrigens deine Bierhumpen wieder einsacken. Ja. Ich habe dem Broxkel die drei Bierkrüge übergeben. Der Broxkel hat seinen eigenen Braukessel bekommen. Im Gegenzug verschuldet die Zwerge in der Brauerei mit seinen Späßen. Ich werde mir jetzt meine Belohnung bei Vorwisch abholen. Ach ja, und wegen dem Schlüssel. Ich habe Vorwisch den Schlüssel gegeben. Es handelte sich um eine Fälschung. Ich habe Vorwisch auf den Schlüssel zur Brauerei angesprochen. Er hat den Zwergen einen falschen Schlüssel gegeben, weil er schon vermutet hatte, dass diese dies ausnützen würden. Tja, verarsch nicht den Bruder meines, Oh, die Fässer sind wieder zurückverwandelt worden. Verarsch nicht den Bruder meines Verwalters, das kommt euch nicht gut. So, Vorwisch. Seid ihr den Vorgängen auf die Spur gekommen? Ja, es hat sich herausgestellt, dass sich ein Broxkel in der Brauerei eingenistet hat. Wir konnten ihn mit einem Urschlund Dunkel herauslocken. Was? Grotto hat wirklich sein geliebtes Urschlund Dunkel geopfert? Kaum zu glauben. Was habt ihr jetzt vor? Ich musste mich auf ein Spiel mit dem Broxkel einlassen und drei Bierkrüge suchen, die er hier versteckt hat. Nachdem ich sie gefunden hatte, ließ er sich auf ein Gespräch ein. Und? Was kam dabei heraus? Wir haben eine Abmachung getroffen. Der Broxkel bekommt einen eigenen Braukessel und hört im Gegenzug mit seinen Späßen auf. Dann hat die Verdocker Brauerei jetzt ihren eigenen Bierkobold. Hauptsache, unser Bier wird nicht mehr verdorben und wir können wieder in Ruhe unserer Arbeit nachgehen. Jedenfalls vielen Dank für eure Bemühungen. Ich sah schon den guten Ruf der Brauerei verloren gehen. Roter, erwähnt ihr noch, dass ihr eine Belohnung für mich hättet? Ach ja, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie wäre es mit ein paar frisch gebrauten Verdocker Spezial? Oder ist eine Anleitung zur Herstellung von Wurfsternen nützlicher für eure Unternehmungen? Ich glaube, die Wurfsterne habe ich eher für die Wurfsterne habe ich eher verwendet. Hier habt ihr die Anleitung. Ich werde euch jetzt wieder hinausbringen. Ja. Weil was will ich mit ein paar Verdocker Spezial? Gut, das sind wahrscheinlich irgendwelche Buff-Biere, aber. Die säuft dann vorgrimm nur alle weg. Kulminato-Wurfsterne braucht Kristallerz, Zwergenstahl, Blutekel. Sind aber verdammt stark, muss ich sagen. So, das mit der Brauerei. Die Ereignisse in der Verdacht Brauerei sind aufgeklärt. Der Verursacher entpuppte sich als Broxkel, der seine Späße trieb. Jetzt hat er einen eigenen Braukessel und die Zwerge können wieder in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen. Ja. Das Seelenritual? Achso, ja, das war Rakorium aufsuchen. Gut, damit wäre das auch erledigt. Wir können zurück in die Grafenstadt. Mit der Vogtin reden, nach Rakorium gucken. Halleluja.
Dann gehen wir in unser Anwesen ein bisschen unsere Inventare leeren. Nebenbei, wir können ja hier bei ihr was verkaufen. So, mehr haben wir nicht zu verkaufen. Das ist alles Zeug, was wir wegpacken müssten. Ach nee, das ist nicht Zeug, was wir wegpacken müssten. Das ist Zeug, was wir für die Quest brauchen. Nur noch mal gucken. Trollwünsche. 5 Sachen waren es. 4 davon sind bei Vorgrim. Der Rest ist ja die Koschamazungen. Oh. Dann mal auf hier rein. Ihr seid zurück. Habt ihr etwas über den Rauschkrautschmuggel herausgefunden? Ja, das habe ich. Fand mich nicht länger auf die Folter. So, erzählt schon. Ich habe mich letzte Nacht im Hafen umgesehen. Die Rauschkrautschmuggler haben den Bierkeller des fremden Frettchens als Umschlagplatz missbraucht. Aha, da also. Meint ihr, wird Schotterbusch steckt mit ihnen unter einer Decke? Ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür gefunden. Das hat nichts zu bedeuten. Ich werde auf jeden Fall die Wache damit beauftragen, ihn dazu zu vernehmen. Aber erzählt doch weiter. Was ist mit den Schmugglern? Als sie uns entdeckten, haben sie uns angegriffen. Mir blieb leider keine andere Wahl, als sie unschädlich zu machen. Ich verstehe. Und das Rauschkraut? Das befindet sich noch im Bierlager. Am besten schickt ihr einige Wachen dorthin, um es sicherzustellen. Mir ist außerdem dieses Notizbuch in die Hände gefallen. Darin befinden sich einige Namen von Orten und Personen, die wohl die Abnehmer des Rauschkrauts sind. Anscheinend seid ihr hier einer wirklich großen Sache auf die Spur gekommen. Würdet ihr den Hinweisen aus dem Notizbuch vielleicht auch noch nachgehen? Das würde mich sehr beruhigen. Und Graf Grovin selbstverständlich auch. Aber natürlich, das hatte ich ohnehin geplant. Wunderbar. Berichtet mir doch bitte von euren Fortschritten. Das werde ich. Lebt wohl. Ja, Rauschkraut und Boronswein. Sprich mit Dariana. Ich habe der Vogtin von meinen nächtlichen Unternehmungen erzählt. Ich werde Ihnen jetzt in Ihrem Namen den Hinweisen aus dem Notizbuch nachgehen. Sprich mit Magister Gorbas. Ich sollte dem Hinweis aus dem Notizbuch auf Magister Gorbas nachgehen und nach Talon reisen. Ich bin gespannt, ob sich der Verdacht bekräftigt. Sprich mit der Kräuterfrau. In dem Notizbuch gibt es einen Hinweis auf die Kräuterfrau Pfefferkorn in Talon. Ich sollte diesem nachgehen und herausfinden, was dahinter steckt. Sprich mit dem Koch. In dem Notizbuch ist der Koch auf dem Gut in den Blutbergen als Abnehmer aufgeführt. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat, wenn ich ihn darauf anspreche. Sprich mit Torfstecher Kober. Der Torfstecher Kober wird ebenfalls in dem Notizbuch erwähnt. Ich habe ihn als äußerst unangenehm und zwielichtigen Zeitgenossen in Erinnerung und würde ihm alles zutrauen. Sprich mit Prinz Arum. Der Hinweis auf Molosch als Markt für Rauschkraut und Wurzwein überrascht mich. Der Zwerg Hamralgasch ist mir gänzlich unbekannt. Ich sollte mich vorher bei Prinz Arum nach ihm erkundigen. Er müsste wissen, wer sich zurzeit in Molosch aufhält. Mhm. Gut, also ab in die Archive und dann geht's erstmal nach Murolosch, dann nach Talon. Ist die Frage, können wir überhaupt schon in die Moorbrücker Sümpfe? Ich habe nämlich gerade nicht gesehen. Praios zum Große, kann ich euch kurz sprechen? Aber natürlich, worum geht es? Eigentlich wollte ich nur fragen, ob ihr auf weitere Informationen über den Mörder unseres Glaubensbruders gestoßen seid. Nein, bisher noch nicht. Allerdings ist mir der Einäugige vor kurzem erneut begegnet. Er hat auf dem Gutshof Dunkelforst 2 Mädchen entführt und anschließend in der alten Burgruine ein Ritual durchgeführt. Darf ich fragen, was das für ein Ritual war? Es handelt sich um ein Ritual der Seelenverschmelzung. Allerdings bislang das Ritual, da wohl irgendeine Komponente falsch gewählt war. Welch frevelhafte Taten! Aber ich frage mich, ob da ein Zusammenhang besteht. Ich verstehe nicht, wovon sprecht ihr? Letzte Nacht ist jemand in den Tempel des Praios eingebrochen. Was, wenn dieser Einbruch mit der Entführung und dem Ritual zusammenhängt? Das ist sehr wahrscheinlich. Ist denn etwas gestohlen worden? Das kann ich leider noch nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall hat der Einbrecher unsere Archive durchsucht und dabei eine ziemliche Unordnung veranstaltet. Das macht es auch so schwierig festzustellen, ob etwas fehlt. Man kann also mit Sicherheit davon ausgehen, dass er etwas gesucht hat.
Was genau das ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Möglicherweise war er auf der Suche nach dem richtigen Komponenten zur Durchführung des Rituals. Ja, das ist nicht auszuschließen. Wenn ich nur wüsste, was er gesucht hat. Kann ich euch in der Sache behilflich sein? Danke, aber das ist nicht nötig. Der Orden vom Bannstrahl Praios geht der Sache bereits nach. Aber dank eurer Hinweise finden wir vielleicht schneller, wonach der Einbrecher gesucht hat. Ich muss sofort in den Tempel zurück. Noch einmal vielen Dank. Möge Praios euch auf euren Wegen geleiten. Lebt wohl. Lebt wohl. Gut. Ja. Also nichts Neues jetzt gerade vom Praios-Tempel. Dann gucken wir nach Akorium. Hauptsache. Ja. Was kann ich für euch tun? Ihr seid Margaret Corium inzwischen eingetroffen. Ja, ihr findet ihn und seinen Novizen oben. Dann werde ich mal nach oben gehen. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Mhm. Dumm-di-dumm. Das ist nur die Frage, wo genau hier oben? Hallo, Akorium. Der Kosch. Stadtgeschichte Ferdox. Der Salamander. Aventurische Boten. Göttersagen. Waffenkunde. Rugen Grummelbart? Du bist nicht Rakorium, aber trotzdem, was schleichst du denn hier rum? Goroshem. Seid gegrüßt, bitte entschuldigt meine Gäubi, aber so wie ich euch durch das Stadtarchiv laufen sah, scheint ihr mir auf der Suche nach etwas zu sein. Das stimmt. Graf Groven hat mich beauftragt, ein Dokument für ihn zu holen. Leider kann ich es nicht finden und die Archivarin scheint im Moment auch anderweitig beschäftigt zu sein. Seht euch doch dieses Durcheinander an. Ich frage euch, wer soll denn da etwas finden? Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit hier. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Nein, was denn? Ein Rezept für Tomatensuppe. Ich frage euch, was hat so etwas in einem Stadtarchiv verloren? Schließlich sind wir hier nicht in der Küche des Grafen. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ist ja auch egal. Sagt, ihr habt nicht zufällig ein helles Pferdocker dabei? Der Staub in diesem Angrosch-verfluchten Stadtarchiv hat mir die Kehle ausgedörrt. Nein, leider nicht. Wirklich zu schade. Dann will ich mich mal wieder auf die Suche machen. Wartet einen Moment, vielleicht kann ich euch bei der Suche nach dem Dokument helfen. Aber immer doch. Ihr kennt euch in diesen verstaubten Archiven bestimmt besser aus als ich. Dann verratet mir doch, worum es bei diesem Dokument geht. Laut dem Grafen geht es in dem Dokument um den Felsenbeißer-Clan, die im Moment das Zwergenviertel abgeriegelt haben. Aha, dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Okay. Das Felsenbeißer-Dokument. Ich habe im Ferdocker Stadtarchiv einen Zwerg namens Hugen getroffen. Er ist von Graf Grovin beauftragt worden, ein Dokument über den Felsenbeißer klar zu suchen. Da er es nicht finden kann, habe ich ihm versprochen, ihm bei der Suche zu helfen. Ich hoffe, es gestaltet sich nicht allzu schwierig, das Dokument über den Felsenbeißer zu finden. Es muss doch hier irgendwo sein. Naja gut, wir könnten einfach die Archivarin mal kurz fragen. Ah, hi Nottl. Okay, Nottl will auch nicht mit uns reden. Ach so, Obergeschoss gibt es auch noch. Ach du meine Güte. Aber Rakorium ist da hinten und nicht im Obergeschoss. Truhe?
Streit um Tempel mit Ardo zur Tat geschritten. In düsteren Tiefen, okay.